bin Emanuel. Und ich bin Niki. Und wir sind die Make-up-Mutanten. Make-up-Mutanten. Und du mich auch. Ja, du mich auch. Wir sind mal wieder nackt. Die Naked-Paletten gehören ja zu denen, die viele von euch und von uns und wie auch immer einfach zu Hause haben, ja, weil die doch sehr gängig sind. Ob das nun die Nakeds von Urban Decay sind oder irgendwelche Dupes, die meistens genauso gut sind, ist ja in dem Fall völlig egal. Aber diese Farbschemas haben ja viele, genau, deswegen machen wir diese Serie ganz gerne damit. Heute geht es um die Naked Smoky. Wie ihr seht, habe ich mich heute mit der geschminkt. Niki muss noch. Und ich wollte diese Palette nicht haben. Weißt du noch, wie sehr ich sie abgelehnt habe? Oh ja, ja. Nee, will ich nicht. Bin ich blöd. Vielleicht kaufen wir uns die Naked Reloaded auch noch und machen damit ein Video gegen Einschlafprobleme. Ich fand sie furchtbar, weil sie mir viel zu glitzerig war. Ja. Ich liebe sie inzwischen heiß und innig. Das ist eine der von mir meist benutzten Paletten. Ja. Das ist eine der seltenen, in denen ich tatsächlich auch Dips in einigen Farben habe. Ich habe ja fast nur Naked-Paletten. Also viel mehr als die paar Nakeds, die es gibt, werdet ihr in meiner Sammlung nicht finden. Ja, sorry, Niki, es geht auch minimaler. Und das ist eine von denen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und ja, schaut euch an, was wir damit gemacht haben. Also bei mir könnt ihr es jetzt schon sehen, aber wie ich zu diesem Look gekommen bin und wie Niki zu ihrem Look kommt, und sagt uns, was ihr davon haltet. Genau. Hallo. Heute geht es also um diese Palette hier, die Urban Decay Smoky. Ich bin sozusagen fertig geschminkt, also ich habe meine Foundation drauf und alles. Ich trage gerade eine Foundation, die ich eigentlich total mag, von Physicians Formula, ein Wort, was ich, glaube ich, in dem Leben nicht mehr aussprechen kann, die Healthy Glow. Healthy? Healthy Foundation, nicht Healthy Glow. Ich mag die total gerne, die ist nur absolut nicht maskengeeignet. Die hat, also sobald ich da eine Maske trage, färbt die halt ab, und das ist total, also das ist echt scheiße, weil die, naja, ich meine, wann trage ich zurzeit Foundation, wenn ich keine Maske trage? Eigentlich nie. Und damit trage ich die sehr selten, und das irgendwie schade drum. Wie auch immer, auf jeden Fall benutze ich jetzt diese Palette hier. Das ist die Naked Smoky. Und ja, ich gehe jetzt erstmal mit der Farbe Combi Bust. Das ist so ein ziemlich langweiliges Beige hier. Wie immer in meine Lidfalte. Oh, ich glaube, die ist selbst dafür zu leicht, zu hell, die Farbe. Selbst für meine blasse Haut. Da muss ich mir was anderes überlegen. Dann nehme ich die Farbe Passwort. Das ist die hier. Das ist grau. So eine schön kühle Farbe. Das ist eine Palette, die ich nicht haben wollte. Als ich die gesehen habe, fand ich die total überflüssig und dachte, das wird die eine Naked sein, die ich nicht kaufe. Ich habe sonst wirklich alle. Ich mag die Nakeds vom Layout und von der Color Story sehr, sehr gerne. Und bei der dachte ich echt, nee, die muss es echt nicht sein. Die mag ich nicht, die sieht nicht gut aus. Die ist mir zu dunkel, die ist mir zu glitzerig, die ist mir zu was auch immer. Inzwischen ist es die Palette, die ich tatsächlich so bisher am häufigsten benutzt habe. Sie ist viel, viel besser zu verwenden, als man so denkt. So, ich habe jetzt hier einen Schatten mir gemalt, und ich finde, es gibt meinem Auge einfach ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Dimension, 3D, was auch immer, weil ich sonst halt durch die schweren Oberlider doch sehr müde aussehe, und es gibt gleich so ein bisschen mehr Dimension, weniger Pfannkuchengesicht. Dafür muss ich relativ hoch die Schattenfarbe verblenden, also höher als bei Menschen, die weniger Lidfalte haben. Einfach
damit man die Farbe überhaupt noch sieht. Gut, genug gelabert. Als dunklere, also als Akzentfarbe, werde ich hier die Farbe Danger nehmen. Das ist dieses matte Grau hier. Das ist auch so eine Anthrazitfarbe. Die nehme ich mit der anderen Seite von dem dazugehörigen Pinsel. Das ist so ein Pencil Brush. Die mag ich ja insgesamt sehr gerne, um Akzente zu setzen, weil man mit denen sehr schön präzise das Zeug auftragen kann. Und malen wir dir hier ein bisschen am Wimpernrand entlang und ein bisschen in der Falte so ein V rein. Ich habe keine Ahnung, wie alt diese Palette inzwischen ist. Wahrscheinlich ist die älter als Gott und ich sollte sie eigentlich nicht mehr tragen. Aber ich mag sie einfach. Und es ist tatsächlich eine der seltenen Paletten bei mir, bei denen einige Farben wirklich eine echte Vertiefung im Pfändchen haben. Ich finde es immer erstaunlich, wenn Leute sagen, ja, aber wenn man dir für die Palette, keine Ahnung, so und so viel Geld ausgibt, dann möchte man mehr Produkt haben. Wozu? Also, ja, ich weiß, es klingt blöd, aber ich habe noch nie eine Palette aufgebraucht. Ich kaufe die wegen der Farben, die außergewöhnlich sind oder die mir besonders gut gefallen. Oder in dem Fall, ich habe sie irgendwann mal gekauft, weil sie im Sale war, wo ich sie gar nicht haben wollte. Aber ich mir dachte, ich möchte sie jetzt doch haben, um die Sammlung fertig zu kriegen. Also vollständig zu haben. Ja, ich weiß, es ist eine der dümmsten Begründungen, die es gibt, um eine Palette zu kaufen. Aber ich habe es halt getan. Aber da ist es mir relativ egal, ob da jetzt ein Gramm mehr oder weniger pro Pfändchen drin ist, weil ich brauche die eh nicht auf. Also ich werde sie irgendwann wahrscheinlich entsorgen müssen, nur ja, weil sie halt Geschichte ist. Ich gehe jetzt nochmal mit dieser dunklen Farbe, also mit diesem, immer noch mit diesem Dagger. Dagger, nicht Danger, Dagger. Das sind ja 2G und gar kein N. Unten den Wimpernkranz entlang. Damit spare ich mir jetzt auch unten Kajal benutzen zu müssen. Und wie immer nehme ich so einen flachen Pinsel mit einer glitzerigen hellen Farbe. Also in dem Fall nehme ich die Farbe High. Das ist die hier, die ist der Virgin relativ ähnlich. Das ist so ein cool, kühlfarbiges Beige, was zu diesen Grautönen sehr gut passt. Betone damit mein bewegliches Lid, einfach damit man überhaupt irgendwas davon sieht. Dadurch, dass meine Lidfalte so schwer ist, brauche ich das auch nicht besonders präzise in der Lidfalte zu verblenden, weil, seien wir ehrlich, das wird nie ein Mensch zu sehen kriegen. Wo ist der? Wo ich den jetzt hin? Mit einem anderen flachen Pinsel gehe ich jetzt in die Farbe 13. Das ist die ganz helle, blasse Farbe hier. Matt. Wollte ich sagen, nicht blass. Mit der setze ich mir ins Augeninnere ein Highlight. Dafür finde ich matte Farben eigentlich angenehm, weil Glitzer doch gerne mal die Augen irritiert. Und der ist wirklich hell genug, dass ich damit trotzdem wacher aussehe, ohne dass ich da mit Glitzer rumspielen muss. Weil von dem Zeug kommt ja immer irgendwas ins Auge. So. Das ist für mich jetzt der fertige Look. Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt Fancies wäre, noch einen Eyeliner
auftragen oder sowas, aber pff, seien wir ehrlich. Nein, heute nicht. Dann brauche ich nur noch die Wimperntusche, wenn ich sie finde. Das Wenn ist übrigens auch ein Falls. Ja. Das ist die Little Black One von Catrice, die ich jetzt hier habe. Zu der habe ich noch überhaupt keine Meinung. Ich habe sie zweimal benutzt. Ich mag die Bürste halt sehr gerne. Mit der kriege ich sämtliche Haare wahnsinnige Länge interessiert mich bei Mascaras selten, weil ich das Glück habe, verhältnismäßig lange Wimpern zu haben. Also wenn es etwas ist, was für euch wichtig ist, dann ist diese Wimperntusche wahrscheinlich eher nix. Aber sie trennt gut. Und sie ist halt wirklich sehr schön schwarz. Und dadurch, dass die Bürste relativ klein ist, kann man auch die unteren Wimpern damit recht gut erwischen. Jo. Jetzt packe ich mir noch ein Gloss auf den matten Lippenstift, den ich unten habe. Ich hatte den von Wet n Wild, den Liquid Catsuit. Der ist halt sehr, sehr trocken. Und da habe ich jetzt von, ich glaube, das ist von Essence, man sieht es gar nicht mehr. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ein Gloss drüber. Ja, das war's. Bis bald. Das ist ein relativ knubbeliger Pinsel. Ich glaube, es ist eigentlich ein Concealer-Pinsel. Und damit gehe ich in die Farbe Whiskey. Das ist dieses Braun. Das ist jetzt erstmal drauf und dann nehme ich mir ein etwas flauschigeren Puschelpinsel und verteile das Ganze so gleichmäßig, wie es halt geht. Ein bisschen nachlegen. Als nächstes gehe ich in dieses Silbergrau. Und verteile das auf den kompletten beweglichen Lid. Die Farbe heißt Armor, Rüstung. Dann nehme ich nochmal das Puschelding und verblende den Übergang.
Als nächstes gehe ich in das dunkle Lila, das ist die Farbe Smolder. Mit diesem relativ kleinen Pinsel und gehe damit erstmal unter dem Auge lang. Und dann auch hier in der Ecke. Gehe dann hier noch ein bisschen nach oben, aber nur an der Lidfalte. Also so eine, drei Linien unterm Auge, am oberen Wimpernkranz und in der Lidfalte. Nehme ich diesen relativ kleinen, flauschigen Pinsel und mache das noch ein bisschen weicher in den Übergängen. Ich nenne das Aufräumen. Dann nehme ich diesen sauberen Pinsel und gehe in die Farbe. Und dann gehe ich in die Farbe Dirty Sweet. Lass das sein. Und gehe damit in den Augeninnenwinkel. Und ziehe das noch ein bisschen auf das Lid drauf. Und hier unten verblende ich es mit dem Dunklen. Zeit für Wimperntusche. Das ist der Look mit der Naked. Und was habt ihr davon gehalten? Welcher Look gefällt euch besser? Wie würdet ihr die benutzen? Habt ihr diese Palette oder einen Dupe davon? Und wenn ihr eine habt oder einen Dupe davon habt, wie benutzt ihr die? Benutzt ihr die in letzter Zeit? Und wenn ja oder wenn nein, können wir euch dazu animieren, es wieder zu tun? Und wenn ihr das tut, taggt euch uns auf Instagram. Wir würden uns freuen, das mal zu sehen, was ihr damit macht. Ob ihr spannender seid als das, was ich so damit schminke. Oder ob ihr dann eher den Look von Niki gut findet. Und bis dahin, viel Spaß!